Ja, hallo, ich bin's wieder, der Tampi, mit einer weiteren Folge zu Russian Fishing 4. Ja, ich bin am Level 20 See und will einfach mal auf gut Glück hier von der Kaimauer sehen, was so geht. Bestückt hier mit einer, ja, weiß ich nicht, was das ist, Tebo-Made, keine Ahnung, sieht aus wie eine Tebo, Bienen-Made oder so, egal. Ja, und einfach mal hier so rausfeuern. Die drei Ruten. Wenn man sich mal die Karte anguckt hier, ich bin jetzt hier. Ich werfe jetzt hier hin, in dieses tiefe Gebiet. Mal sehen, was geht. Ja, ein bisschen kurz. Kann ich ruhig mal richtig rausfeuern. So, Made und hier Graupen oder was das sind. Einfach mal testen. Ja, viele sagen ja, dass nach dem Update jetzt überhaupt nicht mehr richtig geht, obwohl das vom Fischverhalten her hochgeschraubt worden sein soll. Ich habe gestern auch sehr, sehr wenig gefangen. Ja, jetzt teste ich halt mal den 20er. Mal gespannt. Um einige Köder aufwerfen. Probieren. Probieren, probieren. Oh, die Eins. Und das ist die Made. Na komm, nimm ihn. Komm.
Frühstückspause oder wie? Unglaublich. Gestern 3 Nächte versucht auf Wels zu gehen. Einmal hier. Ja, und einmal hier an der Ecke oben. Also diese ganze Kante lang. 8 Meter Loch. Aber ein Wels nur gefangen in 3 Nächten. Das ist schon mager. Ja, was ist nur hier? Wollt ihr beißen oder wollt ihr nicht beißen? Unglaublich. Okay, die 2. Ah, scheiße, hängt nicht. Okay, an jeder Route war jetzt Aktivität. Immer nicht schlecht. Na, halt ein Sabbel. Hey da. Los hier. Oh, an der 3, da bewegt sich was. Dran oder bist du nicht dran? Er ist dran. So, wollen wir mal kicken, was das ist. Was Kleines. Aber wenigstens Fisch. Erpel oder sowas. Nee. Eine Rotauge. Aber die bringen ja auch schon gut. Okay, Rotaugen. Wenn man an einen Köder, ne? Wenn man mal Backteig hier.
Und was darauf beißt. Hol ich mal die 3 und die 1 noch mal raus und gucken. Maden hätte ich eigentlich eher gedacht, dass da was geht. Einfach mal neu raus. Gucken, was haben wir hier noch im Angebot? Maiserbse, Eulis, Kaster, Igel. Hau mal den Tauwurm raus hier. Sehen, was da geht. Die Rotfeder gerade oder das Rotauge hat wohl erst gerade eben die 1 angestupselt, dann die 3 und dann dachte sie wohl nö, nehme ich die 2. Vielleicht der einzige Fisch hier im See. Oh ne, auf der 1 auf dem Tauwurm. Na. Ja, so sieht das jetzt schon seit 2 Tagen aus. Kaum Bisse. Und man muss nur meckern, ne? Ja, jetzt hau ich an. Wieder nicht dran, verdammte Kacke. Beiß.
Ja, ist schon komisch. Also den Spot habe ich jetzt schon öfters beangelt und ich habe hier immer Fische gefangen. Aber seit dem Patch unglaublich. Quarkteil geht gar nichts. Tausche ich mal aus. Da haue ich mal die Kartoffel rauf. Kartoffel oder Käse? Kartoffel oder Käse? Einfach Kartoffel. Drei. Ja, ein Käferfisch gefangen. So traurig. So viel leckere Köder, das gibt's doch gar nicht. Ah, an der 3, da zuckelt was. Ist irgendwas dran. Okay. Da ist was Kleines drin. Der zweite Kipperfisch. Hier sind wohl nur Kipperfische. Käse. Ja Leute, was soll ich machen? Ich kann euch nicht viel mehr bieten hier. Der Käferfisch und sein Kumpel.
Ja, ich werde jetzt hier noch so ein bisschen weiter testen. Und ja, ich bin da machtlos. Kann euch nicht viel mehr Fisch zeigen. Was noch was an der 1, aber er zuppelt irgendwie nur. Leckerer Tauwurm. Und wieder vorbei. So, auf den Tauwurm noch mal. Wieder nicht dran, ich glaub's nicht, oder? Tja. Ja, was soll ich machen? Wieder weg. Kein Fisch dran. Ja, ich hoffe irgendwie, dass die Entwickler dagegen was tun, irgendwie. Weil es bin ja nicht nur ich, der wenig fängt. Ich höre es von vielen, vielen Leuten. Ich habe auch hier einen Franzosen, den ich hier kennengelernt habe. Die haben dasselbe Problem da drüben. Ja. Okay, Leute. Dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video, ne? Moin, moin.